So, und als kleine Motivation für heute, weil wir haben nämlich maximal keinen Bock bei dem Wetter, wenigstens mal einen Gasstoß am Tamagotchi. Das sind immer unsere Wintervorbereitungen. Ja, da müssen die Räder von der Saison natürlich wieder oben auf dem Boden. Ja. Also jedes Jahr dieselbe Scheiße. Moin, hier Moin. Bei Küte Motorsport auf dem Kanal. Jetzt hier mal heute ein Video Alltag aus der Werkstatt. Ja, ihr habt es ja schon gesehen, wir haben angefangen mit, da hat es so rausfahren, ein paar Reifen auf dem Dachboden schleppen von der Saison. Ja, und jetzt geht's weiter. Ihr seht es schon auf der Bühne, da hat es Sirion. Den haben Dennis und ich und unser Cutter Luca jetzt über 7 Jahre auf der Straße gefahren. Jetzt hat uns der TÜV geschieden und wir haben auch schon das passende Werkzeug in der Hand, denn er ist von der Substanz nicht mehr der Beste. Wir werden gleich aber auch eine kurze Bestandsaufnahme machen und guckt euch das Elend mal gerade hier an. Ja. Ist ein bisschen mit der Zeit ein Schweizer Käse geworden, ja. Und jetzt geht's ihm an den Kragen, denn Ersatzteile haben kann man nie genug. Ja, hier sind wir jetzt am Unterboden des Wagens. Der TÜV-Prüfer hat tatsächlich das eine oder andere kleine Mauseloch gefunden, wie wir hier sehen können. Ja. Also wie man es halt von der japanischen Qualität kennt, auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel. Wir hätten von vorne bis hinten die Schweller gemacht werden müssen. Hier hinten ist es an der Achsaufnahme ziemlich dünn geworden. Ja, und haben wir uns einfach dazu entschieden, das Auto für unseren Cutter Luca nicht mehr fertig zu machen. Dann hat sich dann auch ein neues geholt, ja. Das heißt, jetzt bedeutet es Motor raus, Stoßstangen ab, Achsteile ab, denn die Achsen sind anders beim 1,3 Liter wie vom 1 Liter. Und da haben wir keine mehr. Das heißt, noch so ein bisschen verwerten für uns. Und dann geht es nach über 7 Jahren für das Ding hier um Schrott. Dann sagen wir jetzt mal was zum Leben dieses Fahrzeugs, denn das haben wir tatsächlich 2014 gekauft. Mich hat es dann 4 Jahre begleitet. Kevin, denke ich, auch 2. 3 sogar. Und Luca hat es jetzt 1 Jahr gefahren und stand auch dazwischen ein halbes oder ein ganzes Jahr. Und ja, wir können ja mal eben hier runter gucken. Oh, warte mal. Ist schon offen. Ah, ist schon offen. Denn wie die Leute von uns kennen, hatte der Wagen tatsächlich auch schon mal einen Motorschaden und hat auch schon mal einen neuen bei Kevin. Dann sogar den zweiten. Stimmt, 2 sogar. 2 Motorschäden. Das heißt, dieses Auto hat auch schon 3 Motorwechsel erlebt. Ja, hat unsere ganzen Jugendsünden erlebt. Und warte, das müssen wir auch noch zeigen. Das ist auch so eine Sünde eigentlich, die man nie wieder machen würde. Den Tankdeckel hinten? Ja. Hier auf einmal hier schön Limited Edition. Und der Tankdeckel. Ja, doch, doch, doch. Naja, im Endeffekt muss man tatsächlich sagen, es hat immer Spaß gemacht, mit dem Auto zu fahren und jetzt wird er einfach entkernt. Aber ihr seht ja jetzt mehr, was jetzt so passiert. So Leute, ihr kriegt jetzt erstmal einen Zeitraffer, wie wir die ganze Front entkernen oder anfangen auseinanderzunehmen. Sprich, unser Plan ist jetzt erstmal Front und alle Teile abzubauen, dass das Auto immer noch fahrbereit ist. Sprich Haube, Stoßstange, Kotflügel, Türen, Heckklappe, Lichter. Und Kevin ist auch schon dabei. Und da wird es jetzt erstmal einen Zeitraffer geben. Jetzt! Ja, ja, schön. Ja, es geht gut voran. Die Front ist soweit schon auseinander. Ja, alles Wichtige, was wir dafür brauchen, haben wir schon abgebaut. Willst du Gruß an Luca senden? Ja, Gruß an Luca, du alte Knalltüte, Alter. Musstest du das Ding voll erst so durch den tiefsten Morast fahren. Hier ist so viel Scheiße drin. Also wenn du das schneidest, ja, hier.
Genau, Leute, wir sind jetzt quasi an der Front erstmal fertig. Jetzt geht's an die Tür, wie ihr gerade schon bei Kevin seht. Die wollen wir natürlich auch behalten, die sind noch kernig. Also, Update-Türen sind jetzt raus. Wie ihr jetzt sehen konntet, ist hier noch das heftige Soundsystem drin. Mit einer Endstufe, einem Subwoofer und zwei Lautsprechern. Was ist los? Alles gut. Alles gut? Ja. Okay. Und das muss auch noch raus. Wir sind jetzt am Stoßstangen abbauen. Ja, falls ein bisschen im Hintergrund laut ist, das ist unsere Heizung. Ja, und dann müssen wir gleich nochmal gucken, was wir noch alles von dem Auto gebrauchen. Radio muss auch noch raus. Funkgerät muss noch raus. Und dann noch so die Teile, die man vielleicht bei eBay Kleinanzeigen noch verscherbeln kann. Aber wenn wir schon da zu wegschmeißen, gibt es eigentlich auf Deutschland keinen mehr, der die noch fährt. Nachfrage ist riesengroß. Damals muss man natürlich richtig dicke Anlage drin haben und das ist dann eine Blaupunktrolle geworden mit 100 Watt oder so, also eigentlich gar nichts. Nicht mal aber um damals in jungen Jahren richtig Bums zu haben, war das gut genug, um damals an Abend den dicken Macker zu machen. Ja, Junge, guck es dir an, das war damals hier in der Ausbildungszeit, hier Kofferraum auf, da stand da die Blaupunktrolle, das war hier. Damals musst du auf dem Parkplatz bei der Berufsschule. Heutzutage guckt dich jeder doof an, wenn du dann mit 26 aussteigst und so eine komische Passrolle drin hast. Aber wie soll ich mit Augen schrotten? Weil ich habe das ja immer eingebaut vor ein paar Jahren. Guckt euch das an hier. Da war ich 18 und wollte es fertig haben. Also macht das nicht nach. Also bei mir ging irgendwann der Subwoofer nicht mehr. Da haben wir dann uns mal auf Fehlersuche betrieben. Oh, warte, ja, das kann und da haben wir das ungefähr 2,5 Quadratkabel plus auch mal wieder zusammengelötet, denn das hat sich damals hier, das, durchgeschmort. Das sieht man sogar noch hier. Hier ist Pluskabel, das kommt von direkt von Plus Batterie. Und das ist dann hier irgendwann mal durchgeschmörgelt gewesen. Warte, ich hole mal Licht, warte. Das ist quasi irgendwann mal da durchgeschmörgelt gewesen, weil ja ordentlich Dampf durchging. Auch schön hier auf schwarz gewechselt. Nee, Quatsch. Das ist sogar, das hier ist Plus, Minus war kaputt. Ja, hier, das ist die Anfänge gewesen hier. Rot und Rot für Minus genommen. Das darf echt keinem zeigen. Das können wir euch aber zeigen, das sind jetzt Aufnahmen. Oder hier. Ganz uncut. Hier, noch eine LED-Leiste dabei mit 4 Kabelbindern, schön hier oben auch noch mit an eine Endstufe geklemmt. Überall, wo Strom war. Damit war man damals auf dem ATU-Parkplatz ganz weit vorne. Okay, was machst du denn da? Antennenkabel ausbauen. Da war nämlich eine gute Taifun-Funkantenne drin in dem Wagen. Und dafür muss jetzt der Dachhimmel raus. Genau. Da ist noch eine Schraube. Hier unten haben wir nämlich schon das Funkgerät ausgebaut, das Radio ausgebaut, hinten die komplette Subwooferanlage haben wir auch schon ausgebaut. Und jetzt fehlt noch die Taifun-Antenne vom Funkgerät. Deswegen müssen wir eben hier noch den Dachhimmel ausbauen. Sonst sind das wahrscheinlich gerade die letzten Minuten in dem guten Kfz, wo jeder von uns fahren gelernt hat. Also wer ein Dachhimmel von da zu braucht, der kann sich jetzt gerne bei uns melden. Hier. Okay, meinst du, der wäre nichts mehr? Ich denke mal, die Insassen auf der hinteren Sitzbank wären auf jeden Fall top gesichert gewesen. Du hast die falsche Richtung gewählt. Da ist Eis geworden.
gerade noch aus der Puste. Wir haben den jetzt mal rausgeschoben, nur für euch. Ja. Gestartet haben wir nicht mehr. Wir haben einfach so viele Kabel abgeklemmt. Wir hatten Angst, dass uns die Möhre jetzt noch natürlich auf den letzten Meter abfackelt. Also, Achse ist ausgebaut. Wichtige Sache, Leute, macht euch ein das Auto an der Bühne fest, wenn ihr hinten die komplette Karre entkernt und vorne den Motor noch drin habt. Weil von den physikalischen Gesetzgebungen ist es so, da wo es schwer ist, fällt es runter. Deswegen haben wir uns das hier kurz festgemacht. Dann konnten wir erstmal hinten fertig machen, um jetzt weiter vorne an den Motor zu gehen. Ja. Das soll das gesagt sein, von der physikalischen Gesetzgebung her. Ja, jetzt geht es noch darum, den Motor auszubauen. Das machen wir jetzt ein bisschen anders wie sonst. Normal nehmen wir den immer front vorweg und dann nach vorne, beziehungsweise nach oben raus. Ja, und jetzt könnt ihr mal mit hier runter. Jetzt ist der Plan, hier unten die Punkte zu lösen und die ganze Achse runterzulassen. Das heißt hier, wir lassen Querlenker, Radnaben und so weiter alles dran. Und dann haben wir quasi nachher den ganzen Kladderadatsch samt Federbeine unten auf dem Boden. Ja, das war auch immer ein ganz wichtiges Bauteil für uns. Weil wir haben hier nämlich eine ganz spezielle Einzellen-Cut-Technologie verbaut gehabt. Und was macht das Gerät? Ja, das Gerät, das ist das ist unsere Lambda-Sonde. Okay. Genau. Langsam ab, Nacht für Nacht. Ja, ich würde auch noch mal kurz ein bisschen. Ja, kannst du, ist jetzt Platz gekommen. Jo, so ist das mal gut, lass. Jo, habt ihr gesehen? Also, der Motor hängt jetzt frei, beziehungsweise der Motor liegt jetzt eigentlich schon mit. Oh cool, ihr seht mich gar nicht. Der Motor liegt jetzt eigentlich mit Achse auf dem Boden auf und ging nur noch. Genau, ihr habt es gerade gehört, an den Stoßdämpfern. Und wenn jetzt alles gut läuft, sollte, wenn Kevin die Biene jetzt hoch macht, das Aggregat eigentlich stabil. Kevin will es jetzt mal erklären, warum das so eingebaut ist. Das ist einfach ein Steckkastenprinzip. Ja? Man baut das so vor, das Auto kommt in der Produktionsstraße dahin gefahren, drunter gehoben, Kabelbaum dran, alles dran. Ja, in der Produktion geht das super, wenn man da was dran schrauben will, ist richtig scheiße. Richtig, weil in der Produktionsstraße kommt dieser Klotz einfach an die Karosse geflanscht, fertig. Ich habe jetzt einen anderen dazu gesehen, in Coore, das ist auch ein Bauteilkasten, der hat dieselbe Vorderachse, dieselbe Federbeine. Die bauen das einfach massig zusammen und dann immer einfach nur drunter geklatscht. Deswegen können die ja auch die günstigen Autos so verkaufen. Damit ihr jetzt auch noch seht, hier bei unserer Heizung, wir hatten es wenigstens schön warm und wir gucken einmal. Für euch war das jetzt hier vielleicht so ein 15-Minuten-Video und für uns waren das jetzt mal eben knackige 7 Stunden. Ja, also wir haben ordentlich mal locht heute. Alles klar, Leute. Ja, das war jetzt hier so ein Samstag bei uns in der Werkstatt, wo wir das Ding einfach mal so zerlegt haben. Genau. Ja, wir haben die Faxen so richtig dick. Ich habe auch keinen Bock mehr. Wir müssen jetzt diesen Klotz von 150 Kilo bestimmt. Ja, bestimmt. Oder 150 Kilo. Noch da hinten hinschleppen, noch da hinten hinziehen, damit wir den Rennwagen reinstellen können. Richtig. Und wir sagen einfach mal, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. War mal so ein bisschen was anderes. Ja. War eigentlich nur ein bisschen Schlachterei. Teilen, liken, abonnieren nicht vergessen. Richtig. Aktiviert die Glocke. Und Horido und fette Beute. Ciao.